Hallo zusammen. Ja, heute bin ich mit dem Mountainbike unterwegs und besuche den neuen Windpark Falkenhöhe hier im mittleren Schwarzwald. Gehört zu den Gemeinden Lauterbach, Schramberg und Hornberg. Ja, in Hornberg war ich ja schon mal bei den FL1000 im Winter, als es bitterlich kalt war. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, und der Windpark hier ist ziemlich in der Nähe. Hier entstehen vier Vestas V136, 4,2 Megawatt, 149 Meter Nabenhöhe. Ja, drei Stück sind bereits genehmigt und werden jetzt aufgebaut. Bei der vierten Anlage hat man nochmal zurückgestellt, hat den Standort nochmal verlegt, aufgrund genehmigungsrechtlicher Herausforderungen, so hieß es. Und rechnet damit, dass sie dann nächstes Jahr genehmigt wird und dann gebaut werden kann. Ja, ich bin extrem beeindruckt, dass die erste Anlage bereits fertig ist. Ich habe letzte Woche davon in der Zeitung gelesen, dass es jetzt mit dem Aufbau losgeht. Und jetzt komme ich heute hier hin und die erste Anlage ist schon fertig. Echt beeindruckend. Ja, das ist halt der Vorteil bei Vestas mit dem Stahlturm. Da geht alles etwas schneller. Muss nicht noch ewig ein Hybridturm aufgebaut werden, also erst Beton und dann nochmal Stahlturm drauf, sondern da geht alles an einem. Das macht das Ganze etwas einfacher. Was auch ziemlich cool ist, der Name des Windparks steht als Schriftzug auf dem Maschinenhaus. Finde ich ja auch ziemlich cool. Falkenhöhe. Ja, weiß man direkt Bescheid, wo man ist. Ja, ich werde jetzt mir die Anlage mal von nahem anschauen und mal gucken, was auf den anderen Baustellen so geht. Und dann berichte ich von dort. Hier nochmal eine richtig schöne große Infotafel zum Windpark. Ja, Auftraggeber sind die Tech-Werke Bürger Energie mit Sitz in Kirchheim unter Tech. Und gebaut wird der Windpark von RES Deutschland. Kennt man vielleicht, ziemlich großer Projektierer, auch weltweit haben die echt viele Projekte. Und Windkraft Schonach aus Schonach, hier im Schwarzwald, wurden aber, glaube ich, von RES aufgekauft. Ja, hier einige Infos zum Windpark. Typ Vestas V136, 4,2 Megawatt, 149 Meter Nabenhöhe. Und der Windpark wird dann nachher 10.000 Haushalte mit Strom versorgen. Ja, hier auch nochmal, wer aus der Region so beteiligt war. Regionale Wertschöpfung. Hier steht es auch nochmal, die drei Gemeinden, die dran beteiligt sind. Lauterbach, Schramberg und Hornberg. Und hier ist auch nochmal eine schöne Übersichtskarte. Anlage 3 ist die ganz oben links. Anlage 2 etwas weiter südlich davon. Kann auch sein, dass es umgekehrt ist, da bin ich mir nicht sicher. Und Anlage 4 ist dann die südlichste. Anlage 1 ist dann quasi die Anlage, die als viertes gebaut wird. Die wird dann etwas weiter südwestlich von Anlage 3 gebaut. Ja, hier unten noch ein paar andere Gesellschafter. Bürgerenergiegenossenschaft Biederbach und Elstal ist auch dabei, die auch Windpark Bürger und Windpark Biederbach beteiligt sind. Ja, finde ich immer cool, wenn die Öffentlichkeit hier so gut informiert wird. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von Anlage 3, die erste Anlage, die jetzt hier im Windpark fertig errichtet ist. Und hier hat man einen super Blick auf den Gigant. Schaut ihn euch an. Echt beeindruckend, wie ihr hier aus dem Wald rausguckt. Und auch echt wieder super schönes Bild mit dem blauen Himmel. Echt perfektes Wetter heute. Ja, ich schätze, die Anlage steht noch nicht lange. Ich denke, dass wir sie gestern fertiggestellt haben. Heute Morgen glaube ich jetzt nicht. Ist nämlich erst 10:30 und der Kran ist jetzt runtergeklappt. Also schätze ich mal gestern. Ja, war echt beeindruckend, wie schnell das jetzt ging. Ich habe letzte Woche davon gelesen in der Zeitung und jetzt ist sie schon fertig.
Das ist halt der große Vorteil bei Stahltürmen. Vestas schwört ja auf den Large Diameter Steel Tower. Bei anderen Herstellern, die mit Hybridtürmen arbeiten, dauert es halt erstmal, bis der Hybridturm aufgebaut ist. Und dann beginnt ja eigentlich der eigentliche Aufbau der Anlage. Ja, aber aus dem Maschinenhaus hört man auf jeden Fall noch Geräusche. Da wird irgendwas verschraubt. Und an allen drei Rotorblättern ist auch noch so eine Folie. An den Blattspitzen, die dann auch von denen aus dann auch nochmal ein Seil hoch zur Narbe geht. Ich denke mal, die sind einfach nur zum Schutz der Rotorblattspitzen gedacht. Ich glaube jetzt nicht, dass die beim Aufbau irgendeine Funktion haben. Hier oben bei dem Rotorblatt sieht man es nochmal ganz gut. Das ist wie so ein Netz. Also denke ich, dass die Anlage noch nicht lange steht. Ja, was ich ziemlich cool finde, dass sie das Logo des Windparks oben drauf gedruckt haben. Also den Namen Falkenhöhe. Weiß man direkt, was für ein Windpark das ist? Besser als oder schöner, als wenn du ein rotes Maschinenhaus. Ja, der Kran ist runtergeklappt. Hier sieht man den hinteren Teil, wo die Ausgleichgewichte dranhängen. Und ja, vielleicht sieht man es hier so ein bisschen. Der liegt jetzt flach auf dem Boden hier und wird auseinandergebaut. Und dann wird umgezogen zur nächsten Anlage, zum Aufbau der nächsten Anlage. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal mit der Drohne hochsteigen, mir das Ganze von oben mal noch anschauen. Sieht bestimmt auch geil aus. Und werde mal gucken, was bei den anderen Anlagen, was es da so zu sehen gibt. Jo, auf der Baustelle hier von Anlage 2 ist richtig Party. Ja, hier ist ziemlich ausgelassene Stimmung, so wie sie es anhört. Echt witzig. Naja, man soll ja auch ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben, ne? Ja, hier sieht man die Komponenten ziemlich gut. Zwei der vier Turmteile sind es, glaube ich, sind bereits da. Da wird auch dran gearbeitet. Hier rechts liegt die Narbe. Hier hinten sieht man nochmal richtig schönes Maschinenhaus. Finde ich auch richtig cool. Ja, mit dem Namen des Windparks drauf, Falkenhöhe. Finde ich echt eine coole Idee. So schöner als einfach nur ein rotes Maschinenhaus. Ja, und ich stehe direkt hier hinter den Rotorblättern. Also hier kommt man echt direkt ganz nah ran. Echt krass. Ja, hier sieht man jetzt auch, was ich vorhin gemeint habe. Hier sind echt, das sind wie so kleine Fangnetze hier. Und ja, von denen geht dann ein Seil bis nach vorne zum Rotorblatt. Weiß nicht, wisst ihr, was die für eine Funktion haben? Ja, die sind echt gigantisch, die Rotorblätter. Wenn man sich jetzt mal überlegt, mittlerweile gibt es ja noch mal größere Anlagen. Die hier sind ja jetzt nur ja, so 65, 66 Meter lang. Mittlerweile gibt es ja auch schon wieder 450, 462. Ist ja noch mal krasser. Ja, und die hier sind jetzt für die V136. Viele haben es vielleicht mitbekommen. Vestas entwickelt da jetzt eine neue Offshore-Anlage. Die V236. Das heißt, die Flügel oder die Rotorblätter sind noch mal 50 Meter länger als die hier. Das ist echt absolut krass. So, hier sieht man die Rotorblätter jetzt nochmal schön von der anderen Seite. Das sind echt richtige Giganten. Echt beeindruckend. Das kommt jetzt auf der Kamera vielleicht nicht so gut rüber, aber die sind echt verdammt groß. Ja, die sind ja eigentlich fast, ich schätze mal, die sind fast genauso lang wie die Blätter von der
EP3, der E138. Vielleicht einen Meter Unterschied oder so, aber im Prinzip ist da nicht viel Unterschied. Ja, ich war dann mal noch zur dritten Anlage. Mal gucken, was es da noch so für Komponenten zu sehen gibt. Dann sehen wir uns dort. So, hier sieht man jetzt schön den Sockel von Anlage 2. Und direkt nebendran dann das gigantische Maschinenhaus. Echt krass. Ist nicht so krass wie wie das Maschinenhaus von der G Cypress, aber schon auch echt beeindruckend. Und dann der riesen Kühler oben drauf. Echt fett. Aber vom Design her richtig cool. Und auch mit dem Schriftzug gefällt mir echt gut. Ja, dann werden die nächsten Tage die Kranteile wahrscheinlich hierher transportiert und dann geht's hier mit dem Aufbau relativ bald weiter. Hoffen wir mal, dass das Wetter so gut bleibt. So, ich stehe jetzt hier an der Einfahrt zur Baustelle von Anlage 4 und hier sind auch schon fast alle Komponenten da. Rotorblätter sind da, zwei Turmsegmente und da hinten liegen Maschinenhaus und Narbe. Also wie bei der anderen Anlage. Zwei Turmsegmente fehlen noch. Ja, die werden dann wahrscheinlich später kommen, wenn es mit dem Aufbau hier losgeht. Aber krass, dass der Transport der Komponenten dann echt so schnell ging. Und die Rotorblätter vor allem da sind. Also das war ja echt eine Herausforderung beim Hohen Lochen zum Beispiel. Einerseits wegen der Wetterverhältnisse, aber auch, weil es so ein Gekurve da hoch ist. Und hier ist die Anbindung wesentlich besser, also die Verkehrsanbindung. Hier ist direkt eine größere Bundesstraße in der Nähe, oder Landstraße. Und das vereinfacht den Transport natürlich wesentlich. Ja, in den Rotorblättern sind auch einige Arbeiter. Maschinenhaus ist auch jemand. Die werden dann alles vorbereiten, bis es dann hier losgeht. Ja, wenn das Wetter so gut bleibt, dann schätze ich, dass der Windpark hier relativ schnell fertig errichtet ist. Im Juni sollen die Anlagen schon ins Netz gehen. Bin ich echt mal gespannt. So, zum Abschluss der Windpark hier nochmal aus der anderen Perspektive. Hier im Vordergrund sieht man jetzt das Sägewerk in Reichenbach. Ja, und die Anwohner hier werden einen ziemlich guten Blick auf die Anlagen haben. Das ist jetzt Anlage 3, schätze ich. Die Anlagen 2 und 4 stehen dann eher etwas weiter hier hinterm Wald. Und Anlage 1 wird dann hier etwas weiter links errichtet, also noch ein bisschen näher. Im Internet gibt es auch Fotomontagen, wie das Ganze dann aussehen soll, wenn es fertig ist. Ja, und hier sieht man jetzt auch schön den Windpark Hornberg, den ich im Winter besucht habe, als es so eiskalt war. Da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Hier im Vordergrund die beiden Fuhrländer FL1000 und dann noch die zwei E82 und die E115. Da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, wen es interessiert, gerne Kanal abonnieren. Ich werde auf jeden Fall vom weiteren Aufbau der Anlagen hier berichten. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben. Im Anschluss folgt jetzt noch ein kleines Drohnenvideo. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Thank you.